bewusst, dass ich mein Leben unter keinen Umständen nach dem gegebenen Muster gestalten dürfe und daher über mich selbst hinauswachsen müsse. Es war mir dabei auch bewusst, dass ich auf diese Weise meinen Mitschwestern helfen werde, ihr Leben nicht nach den gegebenen Traditionen, sondern nach eigener, freier Wahl zu gestalten. Ich glaubte auch immer daran, dass die Zeit kommen müsse, in der die Frau nach denselben moralischen Maßstäben beurteilt werden würde wie der Mann. Kollontai bricht das erste Mal mit der üblichen Biografie einer jungen Dame aus der besseren Gesellschaft, als sie 20-jährig gegen den Willen der Eltern die geplante Vernunftehe ablehnt und den mittellosen Ingenieur Kollontai heiratet. Die Ehe ist nicht von langer Dauer. Während ihrer Ehe beschäftigt sie sich mit Erziehungsfragen. Ihr soziales Engagement entspricht dem politischen Verantwortungsbewusstsein der aufgeklärten russischen Intelligenz jener Zeit. Die Unzufriedenheit mit meiner Ehe stellte sich schon sehr frühzeitig ein. Ich rebellierte gegen den Tyrannen, wie ich meinen schönen und geliebten Mann nannte. Alexandra Kollontai fährt zum Studium der politischen Ökonomie in die Schweiz und trennt sich von Mann und Kind. Ich wusste, dass ich nicht nur vorübergehend weggefahren war und dass meine Abreise in Wirklichkeit das Ende unserer Ehe bedeutete. Kollontai würde nicht begreifen, dass ich nicht nur ihn verlassen, sondern auch für immer mit dem Milieu gebrochen hatte, das mich daran hinderte, ein nützlicher Mensch zu werden. Nach einem Jahr kehrt Kollontai nach Petersburg zurück. Sie schließt sich dem illegalen Flügel der Sozialdemokraten an und arbeitet als Schriftstellerin und Propagandistin. Über diese Zeit schreibt sie: Mein Mann und ich lebten getrennt, nur mein Sohn blieb bei mir. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, mich vollständig meinem Ziel zu widmen, der revolutionären Bewegung Russlands und der Arbeiterbewegung der ganzen Welt. Liebe, Ehe, Familie, alles waren untergeordnete, vorübergehende Erscheinungen. Sie waren da. Sie haben sich immer wieder in mein Leben eingeflochten, aber die Liebe zum Mann konnte noch so groß sein. Sobald sie in Bezug auf meine frauliche Opferwilligkeit eine gewisse Grenze überschritt, brach die Auflehnung in mir von Neuem hervor. Nach der Revolution von 1905 beginnt Kollontai sich eindringlich mit der Frauenfrage zu beschäftigen. Immer wieder macht sie ihre Parteigenossen auf die unerträgliche Vernachlässigung der Frauenfrage aufmerksam. Sie schlägt die Gründung autonomer Frauenabteilungen vor, die sich mit den Problemen der Frauen beschäftigen sollen. Das Resultat ihrer Bemühungen führt zu ernsthaften Konflikten mit der Parteiführung. Dieser sind ihre Vorschläge suspekt, weil sie von einer selbstständigen Frauenbewegung die Spaltung der Arbeiterklasse befürchtet. Ich erinnere mich noch an den ersten missglückten Versuch, eine Versammlung von Arbeiterinnen durchzuführen. Wir wollten über die Bildung einer Frauenabteilung innerhalb der Partei reden. Das Petersburger Komitee hatte uns für diesen Abend einen Raum versprochen. Als wir ein paar Frauen zur Versammlung kamen, war besagter Raum nicht nur verschlossen, sondern irgendein Flegel hatte zudem an die Tür geschmiert: Die Versammlung nur für Frauen findet nicht statt. Morgen eine Versammlung nur für Männer. Ich fuhr zur Aufklärung dieser Angelegenheit ins Petersburger Komitee. Formell hatten die Genossen nichts gegen unsere Initiative, doch sie gewährten uns auch keine Unterstützung. Genauer gesagt, für dieses Problem interessierte sich einfach niemand. Ebenso entschieden, wie sie sich in der Partei für die Aufnahme der Frauenfrage einsetzt, agitiert sie gegen den bürgerlichen Feminismus, der zu dieser Zeit in Russland aufkommt. Für Kollontai ist klar, dass die Frauenfrage nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern nur im Zusammenhang mit einer Umwälzung der ganzen Gesellschaft. Für ihre Haltung zieht sie sich den Hass der bürgerlichen Feministinnen zu. So abgrundtief war der Hass der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen auf mich, dass Anna Filosofowa, eine namhafte Persönlichkeit der Frauenbewegung, als ich sie einmal besuchte, anschließend in allen Zimmerecken das Kreuz geschlagen haben soll, um einen bösen, revolutionären Geist auszutreiben. 1908 muss Alexandra Kollontai wegen ihrer politischen Tätigkeit aus Russland fliehen. Sie wird bis 1917 in der Emigration bleiben und erst in das Russland der Februarrevolution zurückkehren.
In dieser Zeit arbeitet sie als Rednerin und Agitatorin für die Sozialdemokratie und die Zweite Internationale in verschiedenen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Auf der Internationalen Sozialistinnenkonferenz 1910 setzt sie gemeinsam mit Clara Zetkin den Beschluss durch, den 8. März jedes Jahr als Internationalen Frauentag zu feiern. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Kollontai fährt sofort nach Berlin, um den Genossen möglichst nahe zu sein. Berlin, 1. August. Es ist Nacht. Die erste Nacht des unabwendbaren Ereignisses der Kriegserklärung. Morgens, als wir aus München kamen, sträubte sich Berlin noch aus Leibeskräften gegen den Krieg. Protestierte es im Innersten, hoffte es. Mit jeder Stunde wurde die Hoffnung schwächer. Gegen Abend, mit Einbruch der Dämmerung, brach plötzlich hysterischer Patriotismus aus. Das Volk fordert den Krieg. Das Volk? Jenes Volk, das sich noch gestern mit allen Fasern seines Herzens gegen den Krieg sträubte? Und dieses Stillschweigen der Partei. Diese Fassungslosigkeit und Demut, das kann einem den Verstand rauben. Am 4. August, als im Reichstag über die Kriegskredite abgestimmt wird, ist Kollontai anwesend. Unterstützung für ihre kompromisslos antipatriotische Haltung findet sie nur bei Karl und Sophie Liebknecht und einigen wenigen anderen Genossen. Als die Sozialdemokraten ihre Zustimmung zu den Krediten geben, mit den Worten, die Sozialdemokratie lasse in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich, applaudiert auch die extreme Rechte. Es ist geschehen, und doch will ich es nicht glauben. Da ist es nun zum großen Sündenfall der bedeutendsten Arbeiterpartei gekommen. Dann ging ein Güterzug nach dem anderen ab, mit frischem Kanonenfutter. Alles gesunde, junge Menschen, Deutschlands Blüte. Sie sitzen auf den Trittbrettern, drängen sich an den offenen Türen. Sie singen, schwenken die Mützen, grölen. Viele Wagen sind mit Girlanden geschmückt, als führen sie zu einem Fest. Doch wie mag es in ihnen aussehen? Woran mögen sie denken, wenn diejenigen, die sie zum Zug begleitet haben, fern sind? Wenn sie keine Helden mehr sind, sondern nur noch frisches Kanonenfutter? Die allgemeine patriotische Hysterie macht das Leben für die russischen Emigranten in Berlin unsicher. Mit Liebknechts Hilfe war es mir gelungen, von Deutschland nach Stockholm zu gelangen. Ich brannte darauf, den Kampf gegen den Krieg aufzunehmen. Ich unterstützte Lenin, der die Umwandlung dieses Krieges in einen Bürgerkrieg und eine sozialistische Revolution propagierte. Solange der Krieg dauerte, musste das Problem der Frauenbefreiung in den Hintergrund treten. Denn den Krieg zu bekämpfen und eine neue Arbeiterinternationale ins Leben zu rufen, war meine einzige Sorge, mein einziges Ziel. Von der Februarrevolution erfährt Alexandra Kollontai in Finnland aus der Zeitung. Sie bricht sofort auf, um nach 8 Jahren Exil wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Eine festliche Stimmung herrschte bei unseren Gesinnungsgenossen. Aber ich machte mir keine Illusionen. Denn ich wusste, dass die Beseitigung des Zaren nur der Anfang von größeren Ereignissen und schweren sozialen Kämpfen sein würde. Im März 1917 eilte ich nach Russland zurück. An der Grenze stand ein russischer Soldat. Ihre Papiere, Bürgerin. Ich habe keine, ich bin politischer Flüchtling. Ihr Name? Ich nannte ihn. Ein junger Offizier wurde geholt. Ja, mein Name stand auf der Liste der politischen Flüchtlinge, die auf Befehl des Arbeiter- und Soldatenrates frei eingelassen werden sollten. Dann kamen die großen Tage der Oktoberrevolution. Die schlaflosen Nächte, die permanenten Sitzungen. Wenn man mich fragt, welche die größte und denkwürdigste Stunde in meinem Leben gewesen sei, würde ich ohne Zögern antworten, das war die Stunde, in der der historische Beschluss proklamiert wurde. Die ganze Macht geht allerorts an die Räte der Arbeiter, Bauern und Soldaten über. Das Land wird sozialisiert und es fällt an die Bauern.
Die Sowjets richten einen Aufruf an die Völker der Welt, den Krieg zu beenden. Alexandra Kollontai wird Volkskommissarin für staatliche Fürsorge und damit Regierungsmitglied. Die wichtigsten Errungenschaften ihrer nur kurzen Tätigkeit sind die gesetzliche Gründung einer Zentrale für Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge sowie der staatliche Mutterschutz. In ihren Schriften veröffentlicht sie ihre Ansichten über Ehe, Sexualität und Mutterschaft. In den bestehenden Verhältnissen ist die freie Mutterschaft ein grausames Recht, das nicht nur die Befreiung der Persönlichkeit der Frau verhindert, sondern eine Quelle endloser Schmach, Erniedrigung und Abhängigkeit ist. Ist es da noch verwunderlich, dass die Frau mit allen Mitteln versucht, den Mann, den Vater des Kindes, an sich zu binden, um ihm den Unterhalt des Kindes anzulasten? Der Mann seinerseits macht diese Konzession, also die Besiegelung der Verbindung, sehr häufig nicht so sehr aus Liebe zu der Frau und dem Kind, als vielmehr aus Pflichtgefühl. Wären nicht die Folgen, würden die aus freien Stücken zusammengekommenen Menschen friedlich wieder auseinandergehen. Aber mit einem Kind vor Augen hält es der Mann, der gesündigt hat, für seine Pflicht, die Frau zum Traualtar zu führen, um die familiären Lasten zu teilen. Wie oft dient selbst in Arbeiterkreisen die Trauungszeremonie gleichzeitig dazu, die abgestorbenen Gefühle füreinander zu Grabe zu tragen? Kollontai fordert die staatliche Verantwortlichkeit für Schwangerenbetreuung und Mutterschaft. Es gab Meinungsverschiedenheiten in der Partei. Aus Gründen prinzipieller Uneinigkeit mit der laufenden Politik trat ich von meinem Posten als Volkskommissarin zurück. Nach und nach wurde ich von allen anderen Arbeiten befreit. Ich hielt wieder Vorträge und trat für meine Ideen über die neue Frau und die neue Moral ein. Bekannt und angefeindet wird sie als Kulturrevolutionärin. Sie fordert, die Privatsphäre aufzulösen und alle Funktionen der Familie, von der emotionalen Stabilisierung über die Essenszubereitung bis zur Kinderaufzucht, zur Aufgabe der ganzen Gesellschaft zu machen. Mit diesem kulturrevolutionären Anspruch nimmt Alexandra Kollontai selbst innerhalb der feministischen Sozialistinnen eine Avantgarde-Rolle ein. Die überwiegende Mehrheit der Bolschewisten will zwar die Familie als ökonomische Einheit auflösen, die monogame Ehe als Beziehung zwischen den Geschlechtern jedoch beibehalten. Folglich kommt es zu einem Sturm der Entrüstung in der Partei, als Kollontai ihre Vorstellungen über Beziehungen, Sexualität und fremde Rechte Rücksicht zu nehmen, wird zunehmen, gegenseitige seelische Feinfühligkeit sich entwickeln und das Bestreben wird wachsen,
Liebe nicht nur in Küssen und Umarmungen zu zeigen, sondern auch in der Gemeinsamkeit der Handlung und in der Einheit des Willens. Um zu kämpfen, zu leben, zu schaffen, muss der Mensch sich gestützt und anerkannt fühlen. Derjenige, der sich geliebt fühlt, der fühlt sich auch anerkannt. Aus diesem Bewusstsein erwächst die größte Lebensfreude. Ohne Zweifel wird die Liebe für die künftige Menschheit zu einem Kultus werden. Mit ihren kulturrevolutionären Ideen über Sexualität und Liebe findet sie besonders bei der Jugend großen Widerhall. Die Genossen aus den eigenen Reihen widersetzen sich wütend schon einer Debatte über diese Themen. Sie halten das Banner der angeblich proletarischen Moral hoch, die sich in ihrem Puritanismus in nichts von der kleinbürgerlichen Moral unterscheidet. Lenin befürchtet, ein zu ausgeprägtes Sexualleben könnte die Kräfte und Energien verschwenden, die für den revolutionären Aufbau gebraucht werden. Lenin in seinen Ratschlägen für die Jugend: Ein gesunder Sport, Vielseitigkeit der geistigen Interessen, Lernen, Studieren, Untersuchen, so viel als möglich gemeinsam. Das alles wird der Jugend mehr geben als die ewigen Vorträge und Diskussionen über sexuelle Probleme und das sogenannte Ausleben. Die Revolution erfordert Konzentration, Steigerung der Kräfte. Sie duldet keine orgastischen Zustände. 1921 kommt es auf dem 10. Parteitag der KPdSU zu einer scharfen Auseinandersetzung über die Gewerkschaftsfrage. Kollontai schließt sich der Arbeiteropposition an, die die zunehmende Bürokratisierung und das Spezialistentum massiv kritisiert. Kurz darauf zieht sich Kollontai aus der innerparteilichen Opposition zurück. Sie geht in den diplomatischen Dienst nach Norwegen. Als die Bürokratie schließlich die Oberhand gewinnt und in der Person Stalins ihren blutigsten Vertreter findet, nimmt Kollontai keine Stellung mehr. Unter den Tausenden von Oppositionellen, die den Säuberungen zum Opfer fallen, befinden sich auch Dybenko, Kollontais zweiter Mann, und andere Freunde und Genossen aus der Zeit der Arbeiteropposition. Kollontai schweigt dazu. Was und wem verdankt sie es, dass sie selber den Säuberungen entgeht? Worauf ist ihre Wandlung von einer selbstständigen Frau in eine anpassungsbereite, zumindest nach außen Stalin treu ergebene Diplomatin zurückzuführen? Warum verliert sie kein Wort über die Ehegesetze von 1936, die einen Rückfall hinter längst erkämpfte Positionen darstellen? Was veranlasst eine der glühendsten Feministinnen, später von der Verwirklichung der Frauenemanzipation in der Sowjetunion zu sprechen, obwohl nahezu alle ihre Ideen ins Gegenteil verkehrt worden sind? 1950, zwei Jahre bevor sie hochdekoriert in Moskau stirbt, schreibt sie in ihrer Autobiografie: Die sowjetische Heimat ist mir teuer wie ein Wirklichkeit gewordener Traum. Dies ist der Start meiner Träume, und ich wünsche mir, dass er vollkommen sein möge und die Menschen in ihm sorgenfrei und glücklich leben. Unberührt von ihrem späteren Verhalten bleibt die Anziehungskraft ihrer unkonventionellen Gedanken zur Familie, zur Sexualität und zu den Beziehungen zwischen Frau und Mann. Es gilt, eine Klassikerin zu entdecken.
The film Comrades After the Break is based on a story.